Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen. Diejenigen, die mir auf Twitter folgen, die haben es heute mitbekommen. Ich war in Düsseldorf. Nicht just for fun, nicht, dass ihr das denkt, sondern ich hatte da ein paar Kundentermine. Und ja, wie der Zufall es wollte, hatte ich dann zwischendurch eine halbe Stunde frei. Gott sei Dank. Denn auf YouTube wird ja die Marke Inglot herum. Und auch da kam ich nicht drum rum, um mir diese Marke einmal anzuschauen. So ging ich also ins Sevens, beziehungsweise parkte mitten auf der Köallee und bin dann zum Sevens gegangen, wo der Inglot Store drin ist. So, kleiner Dean also rein, ein bisschen geswatcht. Und dann kam auch schon eine super liebe Mitarbeiterin. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle die liebe, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Lydia und die Lena ganz lieb grüßen. Hallo ihr zwei. Das waren zwei unheimlich super süße Mädels. So hilfsbereit, so unaufdringlich zuvorkommend. Also wirklich, das war Beratung und Dienstleistung 1A. Also wirklich Hut ab im Inglot Store. Wenn da alle so nett sind, dann hatten die echt was richtig gemacht. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man A, überhaupt nicht beraten wird, wenn man so alleine gelassen wird und hat den Eindruck so, die interessieren sich nicht für mich. Und dann gibt es das zweite Extrem, wo die einen so beglucken und immer nur, ja, das und alles aufschwatzen. Und hier hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin gut beraten, es wird sich bemüht, aber ich habe auch alle Freiheit. Und was ich schön fand, es ist ja manchmal so in Stores, dass man so ein bisschen komisch angeguckt wird, so, hat die überhaupt genügend Geld, um was zu kaufen? Das hatte ich zum Beispiel in einem anderen Store gegenüber im ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da fand ich die Leute sehr unsympathisch. Aber ich kam in den Inglot Store rein und es war sofort eine wunderschöne Atmosphäre. Und wir haben nachher auch noch ein bisschen geschnackt, die Verkäuferinnen und ich. Und deswegen nochmal an dieser Stelle, liebe Lena, ganz, ganz viel Spaß in Thailand. Rock das Land. Das wird dir sehr, sehr gut gefallen. So, zurück zu Inglot. Ich möchte ganz kurz was zu Marke sagen, weil ich wurde dann auch aufgeklärt und das fand ich sehr interessant, weil viele hier auf YouTube wird das interessieren, wenn es nicht schon längst bekannt ist von Blogs oder von, ihr wisst schon was. Inglot ist eine Marke, die ein polnischer Chemiker vor zig Jahren mal erfunden hat und er hat ganz, diese Marke ist absolut tierversuchsfrei. Das ist ganz wichtig. Weil da draußen sind ja ganz schrecklich viele Leute, die immer den erhobenen Zeigefinger hochheben und sagen, die machen Tierversuche. Inglot macht keine Tierversuche. Und jetzt kommt das Zweite, wo ganz viele sagen werden, Inglot verwendet keine Parabene. So, das war es jetzt auch von der Markenvorstellung, weil ich habe ein Tütchen. Ja, ich hatte mir fest vorgenommen, du kaufst dir nur den, den und den Lidschatten und eine Palette. Heißt drei Lidschatten und eine Lidschattenpalette. Dann kam ich da rein und da wurde ich echt übermannt von den Farben. Und jetzt fällt mir gerade in diesem Moment ein, Bonadine, bist du blöd. Ich hatte mein iPhone dabei, mein Handy mit Fotokamera dabei. Ich hatte mein Handy dabei und hätte eigentlich Fotos von der massigen Auswahl bei Inglot machen können. Jetzt habe ich keine Fotos von der Auswahl. Naja, aber ihr findet bestimmt welche im Netz. Und sonst geht einfach in Düsseldorf vorbei. Übrigens, ich glaube, in Düsseldorf ist im Moment der einzige Store von Inglot, den es gibt. Wieder zurück zum Thema. Ich wollte eigentlich nur drei nehmen. So, und dabei rausgekommen ist diese Tüte. Und ich habe mir zwei 10er Paletten gekauft und ich glaube 7 Lidschatten. Ich habe eine Palette schon mal vorbereitet für euch. Das System kennt ihr. Die haben ganz viele verschiedene Systeme. Für runde Sachen, für eckige Sachen, kombinierend Lidschatten und Blusher, Dreierpaletten, Zweierpaletten, Zehnerpaletten. Und ich habe mich für zwei Fünfer entschieden, weil ich die Fünfer so schön finde. Und das Ganze ist hier, ich komme mal zu euch dran, ihr werdet es trotzdem, ihr kennt es, aber ich will es euch trotzdem zeigen. Das hier ist so ein Magnetsystem, das ich jetzt nicht aufkriege, deswegen schiebe ich es auf, zack, zack. So, und das ist meine eine Palette. Ich war eigentlich versucht, mir ganz schrecklich viele coole Brauntöne zu holen, bin aber dann doch bei diesen Varianten geblieben, mit denen ich mich heute auch geschminkt habe. Vielleicht seht ihr es, ist was eigentlich nicht Nadine-like ist, aber ich habe jetzt die Naked-Palette und ich habe so viele Brauntöne. Und
Ja, ich möchte euch diese Lidschatten gerne swatchen. Aber zuerst zeige ich euch noch meine anderen beiden, weil ich wollte euch mal zeigen, wie man das machen kann. Also so, zack. Wie gesagt, ich habe noch eine andere Palette. Lea sieht die dann so aus, nicht viel anders, nur ohne Lidschatten. Keine Lidschatten drin, schade. Und die Lidschatten sind... Die Lidschatten sind einzeln in diesen kleinen Behältnissen verpackt und in so einer Folie eingeschweißt. Und wie man das Ganze in eine Palette bekommt, zeige ich euch jetzt hier in der Swatchcam. Ja, während ihr mich dabei beobachtet, wie ich versuche, meine Palette zu befüllen, kann ich euch ja erzählen, dass ich absolut begeistert bin von dem Laden und habe mir nicht nur diese Lidschatten geholt, nein, als ich mir die ganze Hand voll geswatcht hat, hat die liebe Lydia mir die Hand sauber gemacht mit dem Make-up-Remover von Inglot. Und der hat mich so überzeugt. Der macht der macht alles weg in einem. Meine Hand war nach dem ersten Pad-Wischer sauber, was ich total heftig fand. Und jetzt kommt, es war nicht ölig, weil ich hasse das ja eigentlich. Weil man ja eigentlich immer ölige Make-up-Entferner benutzen muss, damit es alles sauber wird. So. Noch einmal eine Großaufnahme, wie man so etwas reinsetzt. So, jetzt nochmal Real Life, zack. Ich habe mir extra nicht so viele Lidschatten, also ich habe mir nicht die ganze zweite Palette noch voll gemacht, sondern nur zwei, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich da bin, mir noch etwas holen kann. Aber kommt rein, tretet näher, habt Spaß, die Nadine versucht wieder zu swatchen. Ich fange mit der hellsten Farbe an. Das ist dieser Highlighter Aprikoton. Wenn ihr die Farben wissen wollt, dann geht auf meinen Blog, Link ist in der Infobox, da werde ich nochmal einen gesamten Blogpost entweder heute oder morgen online stellen, wie die Farben heißen, weil ich habe sie jetzt wunderschön da reingemacht, aber vergessen es aufzuschreiben. Also heute oder morgen auf dem Blog vorbeigucken, da wird es erklärt sein. So, dies ist der Highlighter-Ton. Toll, ne? Ich habe mir übrigens wehgetan, aber es interessiert keinen. So, und dann habe ich mir eine Farbe geholt, die mich schwerst an Set & Taupe erinnert, schwerst. Ich hatte keine Vergleichswatches dabei, aber da ich meinen Set & Taupe schonen möchte, weil ich den nicht aufbrauchen möchte, aus verschiedenen Gründen, habe ich mir den jetzt hier geholt. Und der ist auch super schön. Was mir gefällt, dass die sich so cremig auftragen lassen und einfach unheimlich schön subtil schimmern. Guckt euch das mal an. Ich bin total hin und weg davon. Und wisst ihr, wovon ich auch hin und weg bin? Cool. So, weiter geht's mit meiner anderen Eyeshadow-Palette. So, dann beginnen wir mal mit diesem Grauton. Zack. Zack. Das ist übrigens ein matter Ton, aber die lassen sich trotzdem sehr, sehr angenehm auftragen. Also ich habe sonst immer Probleme mit matten Lidschatten, verwende die deswegen auch nicht gerne, weil die sich bei mir so schwer verblenden lassen. Ich habe viel Haut auf dem Lid, viel Fleisch. Den hier habe ich auch heute zum Verblenden genommen. Diesen hellen Grauton. Diesen. So, den habe ich heute auf dem ganzen beweglichen Lid genommen. Den in der Mitte. Diesen Flieder-Grauton. Geswatcht sieht er so aus. Der Burner. Finde ich super, super schön. Auch die drei in Kombination sind bestimmt grandios. Das war der einzige, den ich mir gekauft habe, den ich auf meiner Liste hatte. Die anderen, die ich auf meiner Liste hatte, die habe ich gestrichen. Das ist dieser Braunton mit einem lila Stich. Ja, der ist der Knaller. Den finde ich richtig, richtig schön.
Und da muss ich sagen, dass die Lydia nämlich total lieb, der war eigentlich ausverkauft und hat sie den noch aus dem Lagerbestand geholt. Total nett. Ist sie extra noch irgendwo hingelaufen wegen. So, und jetzt habe ich wieder keinen Platz zum Swatchen. Na, es klappt doch. Der letzte ist halt dieser lilane, der so aussieht. Also ich finde die Lidschatten super toll. So, jetzt habe ich wieder blöderweise diesen Deckel auf das Katzenbett gelegt. Nun denn, jetzt habt ihr, genau, übrigens kann man dann diese Paletten auch übereinander stapeln, wie ihr seht. Ich finde das System äußerst schick und ja, freue mich darauf, diese Lidschatten zu benutzen. Ich habe mir nämlich einen Make-up-Vorsatz gemacht, dass ich mich öfter schminke mit den Sachen, die ich habe. Habt ihr schon was von Inglot, beziehungsweise wollt ihr etwas von Inglot haben? Wenn ja, was reizt euch am meisten? Also ich bin ja sowieso Lidschatten-Fan und habe mir jetzt erstmal ein Lidschatten-Kaufverbot auferlegt. Wenn ihr hierzu ein Tutorial haben wollt, dann schreibt es mir auch einfach in die Kommentare. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare. Und in diesem Sinne, anders ist anders, anders ist aber nicht falsch. Over and out. Das war's. Ich muss mich denn nicht böse angucken, wenn du unbedingt mal rauchen gehen musst. Wenn ich ein Video drehe, dann bleibst du halt draußen stehen.